Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Heute wieder mit der Stimme hinter der Kamera. Wir sind beim Treppentag und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiss nur, das Top-Thema ist Selbstbewusstsein. Ich bin jetzt aber gespannt auf die Fragen, die kommen. Und los! Bist du schon immer so selbstbewusst gewesen? Ich glaube, ich bin schon immer... Ich war ein selbstbewusstes Kind und habe nachher aber in der Zeit der Magersucht auch, glaube, mich selber ein bisschen verloren. Ich habe mich von Leuten beeinflussen lassen und nein, ich bin nicht immer selbstbewusst gewesen. Vor allem dann, als ich das Gefühl hatte, ich habe so ein bisschen mich selber verloren, habe ich eigentlich auch Selbstbewusstsein verloren und ich würde jetzt sagen, vor gut 6-7 Jahren ist das eigentlich wieder zurückgekommen. Ich glaube auch, es hat damit zu tun gehabt, ich bin allein reisen noch und die, also es waren eigentlich nur 2 Wochen gewesen, aber das hat mir ganz, ganz, ganz viel gebracht auf dem Weg wieder zu mir selber. Wie gehst du mit Kritik um? Immer schwierig. Es kommt ein bisschen darauf an, wie persönlich das ist. Ich muss wirklich sagen, ich habe eigentlich nicht viel zu kämpfen mit Kritik, also vor allem mit negativer Kritik. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht besonders viel Angriffsfläche biete. Ich bin nicht ein streitfreudiger Mensch und darum, ich weiss, dass gerade so ein bisschen in dem Social Media Bereich ist es nicht immer ganz einfach, weil jeder hat seine andere Meinung und man kann einander sehr schnell sehr falsch verstehen. Und mir ist das bewusst und ich tue darum viele Sachen auch nicht so auslegen, dass man mich gross angreifen kann. Häufig, wenn ich mit Kritik zu tun hatte, hört man mich noch, habe ich aber auch müssen feststellen, dass es häufig einfach Leute sind, die unzufrieden sind und darum irgendwie anfangen, Fehler zu suchen bei anderen, die eigentlich gar nicht rum sind. Also ich habe, ja, bis jetzt eigentlich schlussendlich, also ich kann sehr schlaflose Nächte haben wegen solchen Sachen, aber schlussendlich habe ich am Schluss eigentlich immer müssen sagen, es hat gar nichts mit mir zu tun gehabt. Was würdest du jemandem empfehlen, der sehr unsicher ist und gerne ein bisschen mehr Selbstbewusstsein möchte bekommen? Ich glaube wirklich, dass man einfach herausfindet, wer man selber ist und seine Stärken sieht und vor allem auch akzeptiert. Ich habe häufig das Gefühl, nicht so selbstbewusste Menschen haben teilweise wie so den Drang oder den Hang dazu, zum Wählen sein wie jemand anders. Und das macht euch nicht selbstbewusster, weil so sind ihr dann einfach wie so eine Kopie vielleicht von etwas. Und ich finde, man darf einfach zu seinen Schwächen stehen. Und das macht einem ja dann auch aus. Also ich sage nicht, ich bin nicht immer gleich selbstbewusst oder auch selbstsicher. Und zu dem dürfen wir stehen. Das macht es ja dann auch aus. Und so wirkt man dann wahrscheinlich auch stark. Also, das war es mit dem heutigen Video zum Thema Selbstbewusstsein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!